Ich freue mich, mit dem Vorsitzenden des Sachverständigenrats, Professor Schmidt, zu sprechen. Sie sitzen morgen auf einem Panel zum Thema Ungleichheit in Deutschland. Wie schätzen Sie die Ungleichheit in Deutschland ein? Ungleichheit in Einkommen und Vermögen ist ein Thema, mit dem sich Arbeitsökonomen schon seit langem mit großem Interesse beschäftigen. Der Sachverständigenrat macht sich ein Bild, eine Bestandsaufnahme der Ungleichheit der Einkommen in Deutschland, der verfügbaren Einkommen, der Markteinkommen, alle 2 Jahre oder so. Also wir sind regelmäßig an dem Thema dran. Ist ein spannendes Thema, wenn man Arbeitsökonom ist, so wie ich. Aber man muss klar sagen, es tut sich relativ wenig. Die Ungleichheit ist in den vergangenen Jahren in ungefähr gleich geblieben. Deutschland ist im Mittelfeld der reichen Industrienationen. Es ist eigentlich nicht das wichtigste Thema, das wir in Deutschland haben. Okay, und was schätzen Sie als die größten wirtschaftspolitischen Herausforderungen in Deutschland ein? Na, wir haben beispielsweise gerade ein Sondergutachten zur Zukunft des Euroraums veröffentlicht. Und genau aus dem Grund, dass wir glauben, dass hier ein ganz wichtiges Handlungsfeld ist, hier kann sich die Zukunft Europas in der einen oder anderen Weise entscheiden, wenn man die richtigen oder falschen Weichenstellungen jetzt entscheidet. Und das ist viel wichtiger, als sich nochmal einen Gini-Koeffizienten anzugucken, der sich in den letzten Jahren nicht mehr bewegt hat. Ist vielleicht die Flüchtlingskrise auch noch ein Thema, das in Zukunft noch stärker? Wir haben ja des Öfteren schon große Einwanderungswellen, Zuwanderungswellen nach Deutschland gesehen. Die haben uns auch im Endeffekt gut getan, die haben wir gut verkraftet. Hier haben wir eine neue Situation, dass wir Hunderttausende von Flüchtlingen sehen, die aus Krisengebieten kommen, die vor Krieg und Not fliehen. Deutschland hat eine große Verantwortung, ist aber kein primär ökonomisches Thema. Es wird dann ökonomisch, wenn es natürlich die öffentlichen Haushalte von Kommunen und Ländern belastet. Das müssen wir stemmen und das können wir im Prinzip auch als reiches Land schaffen. Aber wir sollten da ökonomische, ethische, humanitäre Themen nicht allzu sehr vermengen. Um jetzt mal auf die Tagung zu sprechen zu kommen, was erwarten Sie sich von der Jahrestagung? Die Jahrestagung hat sich in den vergangenen Jahren aus meiner Sicht deutlich weiterentwickelt. Wir haben jetzt einen Gleichstand von theoretischen und empirischen hervorragenden Beiträgen erreicht. Wir sehen viele junge Leute, die hier ihre Netzwerke knüpfen. Das ist eine ganz fantastische Entwicklung. Da spielen die Institute, die Wirtschaftsforschungsinstitute und die Fakultäten der Universitäten beide gleichermaßen eine gute Rolle. Das Thema der diesjährigen Tagung ist ein ganz wichtiges, unter anderem an unserem Institut, dem RWI, haben wir eine ganz intensive entwicklungsökonomische Forschung. Wir fragen uns, was kann man eigentlich tun, um Ländern im ländlichen Afrika Entwicklungsimpulse zu verleihen? Ganz wichtig und viel wichtiger als das Thema, über das wir morgen auf dem Podium reden. Ja, dann vielen, vielen Dank erstmal fürs Gespräch und ich wünsche Ihnen morgen sehr viel Erfolg und noch viel Spaß auf der Tagung. Ganz herzlichen Dank.